Guten Abend miteinander. Etwas, das wir Frauen uns nicht mehr aus dem Alltag wegdenken können, sind bestimmt die Strumpfhosen. Rund 20 Paar davon brauchen, oder richtiger gesagt, verbrauchen sie, liebe Zuschauerinnen, durchschnittlich pro Jahr. Das kann ganz schön ins Geld gehen und darum offerieren wir Ihnen immer wieder Strumpfhosen zu attraktiven Aktionspreisen. Im Moment sind das die Seance von Avela aus Satin Sheer, ein Gewebe, das besonders anschmiegsam und weich im Griff ist. Dank der Lycra-Fasern sind die Strumpfhosen strapazierfähig, es gibt keine Falten und das unverstärkte Slipteil macht längere Beine. Die Seance-Strumpfhosen kommen Sie zu einem wirklich günstigen Preis über. Machen Sie den Vergleich. Bei den Strumpfhosen spielt die Mode eine grosse Rolle und es gibt natürlich auch immer wieder neue Entwicklungen, wie die Avela Magic, die aus Mikrofasern hergestellt wird. Dazu der Fachmann aus der Strumpffabrik. Die Taktel-Mikrofasern, die wir verwenden, bestehen aus 100% Polyamid. Die einzelnen Fasern sind 60-mal feiner als ein menschliches Haar und sind durch das natürlich außergewöhnlich weich und leicht. Im Weiteren haben sie atmungsaktive Eigenschaften, das heisst, sie transportieren die Körperfeuchtigkeit sofort an die Oberfläche, wo sie verdunsten kann. Aus diesen Gründen ist das neuartige Material sehr hautfreundlich und vermittelt ein äußerst angenehmes Traggefühl. Bis jetzt hat man die Mikrofasern hauptsächlich von der Sport- und Freizeitbekleidung her gekannt. Erst seit relativ kurzer Zeit gibt es auch Feinstrumpfhosen aus dem Material, die dank der Mischung mit Lycra eine grosse Elastizität und einen perfekten Sitz in jeder Lage verspricht. It's magic! Im nächsten Beitrag geht es ums Essen. Und zwar ist heute das Thema Gewicht heben auf dem Tisch. Komm Peter, willst du noch ein bisschen Rösti? Und Bratwurst teilen wir dann. Sonst hast du keinen Hunger mehr. Du weisst, ich war beim Doktor. Er hat mir gerade meine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken. Gerade von Bratwurst und Rösti haben wir abgeraten. Beides zusammen sind zu viel. Ja, was ist los? Bist du krank? Ich bringe zu viele Kilo auf die Waage. Das alleine sei nicht so schlimm, sagt der Doktor. Aber die Folgen? Zucker, Cholesterin, Bluthochdruck, Arterienverkalkung und so weiter. Er sagt, ein bisschen Diät genüge ich da nicht mehr. Ich muss umstellen. Aber wie? Ich habe es doch immer nur gut gemeint. Da steht schwarz auf weiß. Ab dem 35. Altersjahr nimmt der energetische Bedarf kontinuierlich ab. Heute bin ich 45 und habe immer das Gleiche gegessen wie früher. Im Klartext heisst das, ich muss umstellen, sagt der Arzt. Ja, aber wie und wo? Der Doktor sagt, ich müsse mehr Gemüse essen. Roh und kochen. Den Teller immer zur Hälfte mit Gemüse füllen. Und als Vorspeise Salat. Und auf der anderen Tellerhälfte bleibt Platz für eine Fitnesswurst und ein bisschen Rösti. Und so solltest du dein Normalgewicht wieder bekommen? Ja. Und am besten wird es, wenn du beim Kochen möglichst wenig Fett brauchst. Am besten Öl. Ja, und was machen wir mit der da? Also gut. Aber von morgen an gilt es dann ernst. Auf eine ausgewogene Mahlzeit fallen mindestens 50% Gemüse. Gemüse und Früchte, aber auch andere Produkte, die Sie bestimmt gut brauchen können, kommen Sie bei Coop von Morna wieder zu günstigen Aktionspreisen über. Ein Kilo Schamouti-Orangen kostet bei Coop nur 1,30 €. Und 10 Tafeln Schoki von Arni gibt es für nur 9,70 €. Das Trio-Pack Arni Rigolo oder Schokomedaille kommen Sie über für nur 5,90 €. Verschiedene Wäschmittel sind jetzt bei Coop 17 bis 26% günstiger. 5 Kilo Biancoma kostet z.B. nur 10,90 €. Außerdem offerieren wir Ihnen das 18-teilige Tafelservice für ganze 39 Franken. Und wenn Sie das Coop-Studio regelmässig schauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wissen Sie, dass jetzt noch das Menü unter 10 Franken kommt. Das Mal ist es Lasagne Verde Alfredo mit einem gemischten Salat und kostet nur 9 Franken. Mit diesem Hinweis sind wir bereits wieder am Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.